So, meine Damen und Herren, willkommen zum Geomatik-Kolloquium, was wir dieses Mal zusammen im Institut Bauingenieurswesen machen. Deswegen stehe ich heute hier und zwar zu einem Thema der Zukunft der Modellierung des komplexen hydrologischen Wasserkreislaufes. Und das ist ein Thema, das habe ich gemerkt, auch bei den Anmeldungen von den Kantonen, von den Tiefbauämtern, Umweltämtern, von den Ingenieursfirmen, dass es ein Thema ist, was sehr dringend erscheint für die Zukunft, weil auch einige Investitionen da hinsichtlich bevorstehen. Wir machen ungefähr 60 Minuten Vortrag, Fragen und Antworten und dann lade ich, wenn Sie Zeit haben, alle gerne ein zu einem Apero im 12. Stock. Gleich im Anschluss, dann kann man sich auch vielleicht noch mal austauschen mit dem Vorträger oder untereinander. Es ist eine besondere Freude, heute dafür diesen Vortrag den Herrn Professor Andras Barnaschi gewonnen zu haben. Er ist Professor für Hydrologie und Geohydrologie an der Universität Stuttgart am früheren Institut für Wasserbau, was irgendwann mal ins Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung umbenannt wurde. Er hält mehrere Ehrenprofessuren in Südafrika, in China, in England, soweit ich weiß. Und in Australien. Er hat 2006 die Henry-Darcy-Medaille in der EGU gewonnen für Hydrological Sciences. Er hat in seiner Geschichte, er hat zwei PhDs, also Doktorarbeiten gemacht, die keine honoris causa sind, sondern den ersten Doktor an der Universität in Budapest in Mathematik und den zweiten Doktor in Karlsruhe beim Erich Flathe in der Hydrologie. Und das gibt ihm auch ein besseres Verständnis für die komplexen Zusammenhänge des hydrologischen Kreislaufes. Zusätzlich ist er Editor-in-Chief vom Journal of Hydrology. Das Journal of Hydrology ist eines der hochgerankten Peer-Review-Journalien und dort behandelt er, hat es mir vorhin noch erzählt, 1000 Submissions, 1000 Einreichungen von wissenschaftlichen Artikeln von allen Fachgruppen dieser Welt pro Jahr. Das heißt, er scannt sie, er liest sie durch und dann verteilt er sie zur detaillierten Review an seine Editoren. Das ist also sein Input zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung, ist sehr enorm. Selber hat er, ich werde das vergessen, aber er war einer der Vorreiter der Fuzzy-Modellierung, der Unschärfe-Modellierung in der Hydrologie. Er hat Cocolas entwickelt, das inversion Modeling im Raum und Zeit und auch zum Beispiel den Niederschlagssimulator, der in den Ländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern jetzt für die Planung und den Betrieb, vor allem für Stadtentwässerung, benutzt wird. Was mich natürlich verbindet mit ihm, ist auch, dass er in seiner Zeit, ich habe das Glück gehabt, dass ich ihn damals als junger Student, er als junger Professor, relativ früh kennengelernt durfte und dass er in dieser Zeit fast bis 60 Doktoranden betreut hat. Diese Doktoranden als Hauptsupervisor. Und diese Doktoranden, das ist egal, wo die heute sind, ob das in Neuseeland sind, am Nationalen Institut, an der Universität in Brisbane, in Tokio, an der Professor in Nanjing in China, in Ghana, in Chile, an der University of California, in England, an dem Schwedischen Institut, in Deutschland natürlich Uni Potsdam, Uni Stuttgart, Augsburg und solche weiter. Und auch in der Schweiz sind diese Doktoranden gelandet. Die eine macht Risikoanalysen für die Immobilienentwicklung und der andere ist dafür das Institut für die, wie sagen wir, das Endlager der radioaktiven Abfälle tätig, wo man Risiken auf langen Zeiträumen abschätzen soll. Und mit allen Leuten, mit denen ich Kontakt habe, sind alle noch begeistert von ihrer Zeit damals unter Professor Barnaschi, weil es doch einen sehr großen Input zu Verständnis dieser komplexen Systeme gefördert hat und wir davon bis heute in unseren Karrieren profitiert haben. Dafür Dankeschön und herzlich willkommen, Herr Barnaschi. So,
So, herzlichen Dank, Herr Professor Lebrenz. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und muss auch zugeben, dass der Titel nicht von mir stammt. Das wurde mir gegeben. Ich versuche, mich daran zu passen. Und Herr Lebrenz hat mir auch gesagt, ich soll die Leute nicht mit Gleichungen langweilen. Deshalb habe ich keine einzige Gleichung dabei, aber das bedeutet nicht, dass, was ich Ihnen zeige, keine Gleichungen dahinter hat. Also da habe ich schon etwas auch gemacht. Das Thema, das, was ich hier ansprechen möchte, ist ein bisschen mit diesen vier Fragen verbunden. Einmal als erstes, als eine kleine Einleitung, möchte ich sagen, ja, wie genau ist die Hydrologie überhaupt als Wissenschaft? Dann kommt die Frage, kennen wir oder wie gut kennen wir die Vergangenheit? Dann die Frage, wie wird die Zukunft werden? Diese Frage werde ich natürlich nicht beantworten, weil ich weder Prophet noch Hellseher bin. Aber wir werden darüber ein bisschen diskutieren, in welche Richtung das geht. Und dann als letztes sprechen wir darüber, was kann man tun in diesem ganzen Kontext. Okay, fangen wir mal an. Wie genau ist die Hydrologie als Wissenschaft? Wir wissen, wenn man mal ein bisschen nachschaut, dass am 28. Juli 2021 der Helische Komet wieder da sein wird. Das ist eine traurige Nachricht für mich, weil das werde ich wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber das ist etwas ganz Genaues. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, ob es ein Hochwasser in Basel im Februar 2026 geben wird. Also da hat man schon einen Riesenunterschied. Die eine Wissenschaft ist wahnsinnig genau und macht gute Vorhersagen und wir haben dieses Problem. Sollen wir jetzt einfach Astronomen einstellen und alle Hydrologen entlassen? Das geht einfach leider nicht. Unsere Wissenschaft ist anders. Woran liegt es? Unter anderem, wenn wir das mal rechnen, wenn wir in Basel hat laut Wikipedia 23,85 Quadratkilometer Fläche. Wenn da mal eine Stunde lang richtig Regen fällt, aber das 12 Millimeter, das kommt ja jedes Jahr etwa einmal vor, dann haben wir mehr als 10 hoch 13 Regentropfen. Das ist eine Größenordnung, was selbst die Schweizer Banker mal ein bisschen das Herz klopfen bringen würde. Also 10 hoch 13 Regentropfen, dann ist es hoffnungslos, diese alle irgendwie zu verfolgen. Also das wird nicht gehen. Und wenn man die mal in eine Reihe stellt, dann würde es 10-mal zum Mond hin und zurück reichen. Also enorme Komplexität, was auf uns zukommt. Und damit werden wir wahrscheinlich nie diese Genauigkeit erreichen, was die Astronomen haben. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch sagen, bis die Meteorologen das nicht erreicht haben, haben wir auch sowieso keine Hoffnung. Wir können es einfach wegschieben. Okay, also, ich möchte jetzt ein bisschen über Beobachtungen sprechen. Beobachtungen sind sehr wichtig, weil dass wir dann die Vergangenheit kennen sollten. Weil wer kann etwas über die Zukunft und über Änderungen sagen, wer die Vergangenheit nicht kennt? Also, dann müssen wir wissen, wie gut wir diese Vergangenheit überhaupt kennen. Und wir messen ja, das ist ja systematisch, wir messen Niederschlag, wir messen Abfluss. Eigentlich messen wir meist nicht Abfluss, sondern den Wasserstand und rechnen wir den um. Beim Niederschlag machen wir Punktmessungen, Radarmessungen, Satellitenmessungen oder opportunistische Sensoren. Darauf komme ich dann am Ende nochmal zurück, was diese opportunistischen Sensoren sind. Und wenn wir das uns mal anschauen, ist die Abflussmessung auch nicht immer so einfach.
Also das, so das Ablesen scheint oben nicht ganz trivial zu sein. Und unten sehen Sie da den Fluss, das ist die Theiß in Ungarn, wo ich ursprünglich herkomme. Da ist die Brücke und da ist der Fluss. Aber jetzt fließt er anderswo. Den Wasserstand haben wir, aber was ist der Abfluss? Das ist auch eines der großen Probleme, dass gerade wo es interessant wird, Hochwasser und Niedrigwasser, haben wir die größten Fehler bei der Abflussbestimmung. Also das ist wirklich ein großes Ärgernis. Wie sieht es beim Niederschlag aus? Wir messen, Niederschlagsmessung ist eigentlich einfach, wir stellen einen Topf raus und schauen, wie viel fällt da rein. Aber das sind dann immer Integrale, also das ist über eine gewisse Zeit. Und die meisten Niederschlagsmessungen, die uns zur Verfügung stehen, sind Tageswerte. Aber wir wissen, innerhalb eines Tages kann der Niederschlag sich sehr stark ändern. Also ist es nicht so gut. Letzte Zeit, das sind so 30 Jahre etwa, haben wir schon viel mehr Möglichkeiten, auch hoch aufgelöst Niederschlag zu messen, zum Beispiel in 5 Minuten Auflösung. Die räumliche Abdeckung ist ein Problem. Baden-Württemberg hat 34.000 Quadratkilometer Fläche. Da gibt es 110 Stationen vom Deutschen Wetterdienst. Jedes von diesen hat eine Fläche von 200 Quadratzentimeter. Wenn ich die alle zusammenrechne, haben wir eine Fläche von 2,2 Quadratmeter. Das soll Baden-Württemberg repräsentieren. Das ist kleiner als der Tisch hier. Und das soll 34.000 Quadratmeter repräsentieren. Damit haben wir mit Sicherheit ein Problem. Weil noch dazu ist der Niederschlag hochvariabel in Zeit und im Raum. Also das zeigt uns schon, dass wir die Gegenwart und die Vergangenheit gar nicht so gut kennen können. Wenn wir dann nochmal weitergehen, dann sagt man, ja, okay, Radarmessungen helfen uns. Radarmessungen können ja im Raum hoch aufgelöst uns Werte liefern. Radar misst ja eigentlich nicht Niederschlag. Das misst eine Reflektivität, was von den Tropfen ja zurückgestrahlt wird. Und diese Reflektivität ist proportional zum Tropfendurchmesser hoch 6. Das ist ein Problem, weil irgendwas hoch 6, wenn ich da nur einen kleinen Fehler mache, dann schießt dieser Fehler hoch. Also da ist schon ein großes Problem. Wir müssen da auch eine Umrechnung machen. Weiterhin misst das Radar in der Höhe. Je weiter wir weggehen, desto weiter oben misst es. Und das ist noch ein zusätzliches Problem. Wenn wir da mal das anschauen, da habe ich 2 Radarmessungen für den 10. August 2014. Das ist zufällig ausgewählt. Also es ist nicht, dass ich das Schlechteste hier Ihnen zeigen wollte. Oben sehen Sie von 2 Radars dasselbe Gebiet. Also das Radar vom Feldberg, das ist über Reutlingen gemessen. Feldberg misst da in der Höhe von kommt von der Höhe 2280 Meter und das andere ist Türkheim mit 1280 Meter. Was Sie hier sehen, ist derselbe Zeitpunkt, genau derselbe Zeitpunkt. Links sehen Sie, Feldberg sieht einen intensiven Regen und Türkheim sieht es nicht. Das sieht einen wesentlich
schwächeren Niederschlag. Das Muster ist gut, das Muster passt einigermaßen, aber die Werte sind sehr anders. Unten habe ich noch ein zweites, da ist ein Muster auch ein bisschen anders. Natürlich, da haben wir Wind. Der Wind bewegt ja diese Regentropfen, die kommen nicht unbedingt da an, wo die oben gemessen wurden. Und hier sehen Sie, oder also sehen Sie nicht, aber ich sehe es, die Skala geht von 0 bis 6 mm links und von 0 bis 30 mm auch schon beim anderen. Also das ist sehr störend. Das ist mal eine Möglichkeit, dass wir zwei Bilder haben für dasselbe Gebiet, aber meist haben wir nur eins. Was sollen wir jetzt dann glauben? Also das bedeutet, dass wir zwar zusätzliche Informationen haben, aber es ist schwer, damit umzugehen. Das ist ein Problem. Und was wissen wir noch über den Niederschlag? Das ist einmal etwas, was wir von den Wirtschaftswissenschaften geborgt haben. Das ist die sogenannte Lorenzkurve. Die Lorenzkurve war dafür ausgedacht, dass man soziale Ungerechtigkeit darstellen kann. Also man würde alle Leute nehmen und die nach Einkommen sortieren. Und das würde uns die X-Achse bedeuten. Und auf der Y-Achse haben wir deren gemeinsame Güter. Ja? Hier in diesem Fall ist es nicht das, sondern das sind die, aber ich muss mal zurück, das sind die Tagesniederschläge und der Anteil an dem Gesamtniederschlag. Sie sehen hier, die Kurve geht bei 50% etwa los, weil etwa 50% der Tage sind trocken. Da passiert nichts. Und was Sie auch sehen, dass praktisch in den höheren 20% der Zeit, also 20% der Tage, bringen 90% des Niederschlags. Das bedeutet, es ist sehr, sehr ungleichmäßig verteilt. Und wenn wir das noch weiter anschauen, dann haben Sie hier die schwarze Kurve ist wie vorher. Die grüne Kurve macht dasselbe mit Stunden. Weil wenn es an einem Tag geregnet hat, bedeutet es nicht, dass alle 24 Stunden es geregnet hat. Also bei Stunden sieht es so aus, dass so etwa 88% der Stunden, die wir haben, trocken sind. Es sind nur 12%, wo der Niederschlag fällt. Und wenn wir auf 5 Minuten übergehen, dann haben wir 95% der 5-Minuten-Werte, die trocken sind. Und in 5% der Zeit fällt 100% des Niederschlags. Das bedeutet, wir haben eigentlich einen sehr, sehr so impulsartigen Prozess beim Niederschlag. Und das macht natürlich das Leben wesentlich schwieriger. Der Abfluss, der ist viel gleichmäßiger. Natürlich, wir können auch sagen, ja, Hydrologie ist sozial sehr gerecht, verteilt das Wasser gleichmäßig in der Zeit. Aber dieser Transfer, da sehen Sie, dieser Transfer vom Roten zum Blauen ist ein Riesenunterschied. Und das versuchen wir mit Modelle oder mit Berechnungen irgendwie hinzubekommen. Also das muss man leider wissen. Und natürlich könnte ich auch sagen, ja, ich habe kein Problem, den Niederschlag für das Jahr 2025 für Basel in 5 Minuten Auflösung vorherzusagen. Ich werde in 95% der Fälle korrekt sein. Ich sage ja immer null. Was auch darauf hindeutet, dass wir sehr aufpassen müssen, wie wir eine Vorhersage bewerten. Weil, dass ich in 95% der Fälle korrekt bin, das wirkt fast als Wunder. Aber es ist kein Wunder,
Das ist leider so. Also, Niederschlagsextreme. Das ist etwas, was uns sehr interessiert. Das ist ja das, was wir für die Bemessung brauchen. Wir haben dann Niederschlag über eine gewisse Dauer und dann schauen wir, wie wird das, was wir an einem Punkt auf diese 200 Quadratzentimeter gemessen haben, abmindern können oder übertragen können auf die Fläche. Aber was man gleich sagen kann, diese 2,2 Quadratmeter, auf denen ich messe, die messen nie den richtigen Extrem. Der wahre größte Wert ist unbekannt. Zu jedem Zeitpunkt, wo es regnet. Das ist ein Problem, das ist natürlich ein großes Problem, weil dieses verpasste Extreme können auch sehr wichtig sein. Und wir verpassen nicht nur diese Extreme, dass wir nicht den höchsten Wert sehen. Es gibt auch Fälle, wo einfach das Messnetz nicht merkt, dass irgendwo es sehr stark regnet. Etwa 50% der Fälle sind mindestens so in Deutschland. Dass es ein Extrem runterkommt, aber es kommt nicht da runter, wo es gerade etwas gibt. Es wurde nicht gemessen. Damit haben wir eine große Unsicherheit und das bedeutet für uns Probleme. Trockenheit, das ist im gewissen Sinne einfacher zu behandeln, weil das der einzige Niederschlag, was wir mit vollständiger Genauigkeit messen, ist die Null. Wenn es nicht regnet, dann haben wir Null und das hat keinen Fehler. Aber bei der Trockenheit interessiert uns nicht das, dass es Null ist, sondern wie lange ist es Null oder wie lange haben wir ein Defizit? Und das ist eigentlich etwas besser im Griff. Jetzt schauen wir mal weiter. Was oft vergessen wird, ist, dass die räumliche Struktur sehr wichtig ist. Wir haben ja diese einzelnen Punkte, aber ein Punkt kann kein Hochwasser verursachen. Also ich könnte mein Niederschlagsmessgerät hier aufstellen und ständig Wasser da reingießen, es wäre kein Hochwasser. Hochwasser wird es dann, wenn es über eine Fläche ist. Also wir brauchen die Fläche und die hohe Variabilität stört uns bei dieser Fläche. Und jetzt habe ich mal eine scheinbar dumme Frage. Nämlich, wie oft fällt ein Niederschlag mit 10 Jahren Wiederkehrzeit in Basel? Also würden Sie sagen, ja, wie kann man so einen Schwachsinn fragen? Der Schwachsinn macht weiterhin Sinn. So sieht es mal aus, wenn es mal so richtig, richtig regnet. Und das Problem ist, da wir nur den Punkt haben und der Punkt, das große verpasst, ist es so, dass irgendwo in Basel nicht immer am selben Punkt diese 10 Jahre Wiederkehrzeit Niederschlag runterkommt. Das haben wir mal hier mit einem speziellen Messnetz angeschaut. Das ist das Niederschlagsmessnetz von der Stadt Reutlingen, das ist bei Tübingen. Da haben wir irgendwie Partner gefunden, die am Niederschlag auch interessiert sind und das ist für die auch wichtig. Und die haben ein Sondermessnetz aufgestellt. Und das sind die Stationen von diesem Sondermessnetz. Und da haben wir dann Auswertungen gemacht. Und diese Auswertungen zeigen merkwürdige Sachen. Nämlich, wir haben nur 4 Stationen genommen, die innerhalb eines Kreises von einem Radius von 2,5 Kilometer sind. Also sehr nahe beieinander.
Und wir haben dann angeschaut, wie die Verteilungsfunktionen da ausschauen. Und Sie sehen hier, die durchgezogenen vier Linien zeigen die einzelnen Stationen, wie da der Niederschlag gefallen ist. Also das ist hier die Wahrscheinlichkeit des Unterschreitens. Und das ist hier nicht Millimeter, das ist in Hundertstel Millimeter für den Zeitraum. Und dann haben wir angeschaut, wenn wir diese vier Stationen mitteln, was passiert, dann bekommen wir diese blaue gestrichelte Linie. Wenn wir das Minimum anschauen, dann haben wir die grüne gestrichelte, und wenn wir das Maximum, dann haben wir das rote gestrichelte. Das bedeutet, dass alle Stationen eine niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie den Wert zum Beispiel von 12 mm in 15 Minuten überschreiten würden. Aber es kommt viel häufiger vor, dass einer von denen mindestens das hat. Ja? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich eine Planung mache, will ich das so haben, dass an jedem Punkt ich davon ausgehe, dass da ein zehnjähriges Ereignis auftreten kann, oder schaue ich auf die Gesamtheit. Und was hat das als Konsequenz? Die Konsequenz von dem ist zum Beispiel, dass in Berlin wesentlich häufiger ein zehnjähriges Niederschlag vorkommt als in Leonberg, wo ich wohne. Ja? Es liegt nicht daran, dass Berlin eine sündige Stadt ist und häufiger bestraft wird mit starken Niederschlag, sondern es liegt einfach an der Fläche. Es ist eine viel kleinere Stadt und die wird seltener getroffen. Und in China, in Beijing, haben die schon darüber geklagt, wie oft extreme Groß letzte Zeit passieren, was früher nicht war. Aber die Stadt ist enorm gewachsen. Und dann passiert irgendwo passiert es. Und da unsere Berechnungen zeigen, dass hier zum Beispiel in Reutlingen so alle 5 Jahre ein 10-Jahres-Ereignis auftaucht. Für Basel habe ich leider die Auswertungen nicht machen können. Ich hatte nicht die Zeit und die Daten und die beiden Sachen, die fehlen dann. Okay, also es gibt einen Unterschied, ob wir ein Extrem an einem fixen Punkt betrachten oder irgendwo in einem Bereich. Und es kann ohne weiteres vorkommen, dass das 10-Jahres-Ereignis gerade bei einer großen Fläche alle 2 Jahre auftritt. Das müsste man eigentlich bei der Planung berücksichtigen. Und das Problem natürlich, dazu bräuchten wir mehr Informationen über die räumliche Struktur des Niederschlages. Wie stark hängt es zusammen? Wie stark ist so ein Niederschlag ausgedeckt? Okay, aber planen tun wir für die Zukunft. Wir planen nicht für die Vergangenheit. Und das Interessante ist, das war schon immer. Also da gibt es nichts Neues. Wir haben immer für die Zukunft geplant und die Zukunft haben wir nie gekannt. Mindestens mir wurde es nicht mitgeteilt. Und wir sind davon ausgegangen, dass statistisch gesehen die Zukunft so ist, wie die Vergangenheit war. Ja? Das ist eine Annahme, die eigentlich die Ingenieure als Grundannahme verfolgen. Oder verfolgt haben. Und das ist nicht immer so. Also das kann ich auch sagen, wenn ich in den Spiegel schaue, habe ich nicht den Eindruck. Aber das erste Problem, wir haben ja gerade gesehen, dass wir selbst die Vergangenheit kennen wir nicht so sehr gut. Das ist schon ein Problem. Und dann kommen diese Meteorologen, die uns
irgendwie damit ärgern, dass sie sagen, dass die Zukunft wird anders. Dann haben wir unser Grundprinzip verloren. Was sollen wir jetzt machen? Und das ist ja das Dilemma, wie gehen wir weiter? Und dann müssen wir schauen. Wie weiter? Da haben wir eigentlich mehrere Möglichkeiten und davon habe ich hier mal drei Stück aufgezählt. Das eine ist das Business as usual. Wir machen wie bisher. Die Meteorologen sagen, was sie wollen. Das juckt uns nicht. Das zweite, wir versuchen, das anzuschauen, was hat sich geändert. Und was sich geändert hat, das führen wir weiter. Also wir sehen, es fällt mehr intensiver Niederschlag oder es fällt, die Trockenzeiten werden länger und dann sagen wir, ja, das wird so weitergehen. Das ist eine weitere Möglichkeit. Oder die Meteorologen machen auch ihre Klimamodelle und dann schauen wir an, was sagen die? Was sagen diese Klimamodelle? Was kann man da machen? Und wenn wir das mal anschauen, dann ist das Business as usual eigentlich eine politisch nicht unbedingt erwünschte, aber in vielen Hinsichten eine sehr angenehme Lösung. In der Hinsicht ist es eine angenehme Lösung, weil mit dieser Annahme konnten wir schon immer umgehen. Also wir haben das gelernt, Extremwetterstatistik zu machen und so weiter und damit zu planen. Und es ist auch so, dass in manchen Fällen das Klimasignal, also was sich ändert, geringer ist als die natürliche Variabilität. Und dann können wir als Argument sagen, ja, die natürliche Variabilität, das dominiert, deshalb plane ich darauf. Vorteil ist, dass es eine eindeutige Geschichte ist. Ich muss nicht mehr eine Vergangenheit ausdenken. Vergangenheit kann man auch ausdenken, aber das sind die sind nicht wir die Hydrologen, das sind die Historiker. Wir können aus der Vergangenheit dann auf die Zukunft schließen und dann haben wir eindeutig das gemacht, was wir früher gemacht haben. Das ist praxisnahe, das hat jeder Ingenieur irgendwann gelernt und auch so gemacht. Aber das Problem ist, wenn wir eine Planung auf einen langen Zeitraum machen, dann ist es unangenehm. Ja, weil etwas, was wir auf 100 Jahre planen, ja, es könnte doch eine Änderung geben. Okay, aber ich habe ja kein Problem, auf 2100 Planungen zu machen. Dann können die kommenden Regressforderungen zu mir machen. Das wird mir nicht mehr so problematisch sein. Also, schauen wir mal an. Was für Änderungen gibt es? Ich habe mir jetzt die Daten für Basel geholt. Es war Wochenende mal ein bisschen Spaß. Das sind die Mittelwerte der Tagestemperaturen in Basel. Basel hat eine wunderschöne Zeitreihe. Das geht zurück bis etwa 1900. Und was Sie hier sehen, das ist der Tagesmittelwert. Das geht so los und dann, es geht ganz schön hoch. Also das ist ein Signal. Das ist unangenehm. Aber schauen wir mal an, was passiert mit dem Niederschlag. Der mittlere Tagesniederschlag, das sind dann in Millimeter pro Tag, hat sich nicht so deutlich geändert. Also das ist schwierig, da etwas rein zu interpretieren. Wenn wir auf den höchsten Tagesniederschlag, also die Beschriftung ist falsch, das sieht man, dass ich nicht so viel Zeit hatte, aber Sie sehen hier, Tagesniederschläge gehen bis zu 80 mm auch hoch, aber auch wieder schwierig, da was zu sagen, was da passieren würde. Ist das jetzt ein Argument dafür, dass wir Business as usual machen sollten?
könnte man natürlich sagen, aber es ist nicht ganz, weil wenn Sie bedenken, wenn der Niederschlag sich nicht ändert, aber die Temperatur sich ändert, dann ändert sich die Verdunstung. Und wenn die Verdunstung sich ändert, ändert sich natürlich auch der Abfluss. Also das kann, wir können es nicht einfach vollständig ignorieren. Und wenn Sie etwas anderes auch anschauen, weil es wird selten angeschaut, wie der Jahresgang aussieht. Und wenn Sie den Jahresgang hier für Basel anschauen, dann sehen Sie, vor 1980 hatten wir da so einen schönen klaren Jahresgang mit den kleinsten Niederschlägen im Winter und dann die höchsten so vom Mai, Juni, Juli rum. Und nach 1980 hat es sich geändert. Wir haben mehr Niederschlag da im Januar, dann geht es runter, dann geht es hoch. Es wird früher das Maximum erreicht und dann geht es deutlich anders zurück im Herbst. Das hat auch einen Einfluss. Und das ist etwas, was wir, wenn wir nur die Werte so als Reihe anschauen würden, dann würden wir das nicht sehen. Das ist natürlich störend. Wir müssen wirklich alles anschauen, was ist passiert, was haben wir gehabt und dann müssen wir versuchen herauszufinden, was das für uns bedeutet. Es kann sein, dass es nichts bedeutet für bestimmte Systeme, für andere ist es eine kritische Änderung. Dasselbe sieht man zum Beispiel beim Abfluss am Rhein. Da haben wir diese Sommerspitze, die ist schon deutlich zurückgegangen und kommt auch früher. Also derartige Änderungen gibt es, auch wenn die Mittelwerte sich nicht geändert haben oder auch wenn die Mittelwerte und die Extreme sich nicht geändert haben. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, diese Sachen zu betrachten, aber man muss alle möglichen Änderungen bedenken. Also, wenn wir die Änderungen haben und die weiterführen wollen, dann müssen wir nachdenken, okay, wie führen wir die Änderungen der Temperatur, des Niederschlags oder des Abflusses weiter? Und da kommen die Frage Mittelwert, Extreme, Jahresgang oder auch andere, zum Beispiel Trockenheit und so weiter. Also da müssen wir nachdenken, wie würden wir so eine Änderung, wie wir da bei der Temperatur gesehen haben, weiterführen. Und hier stellt sich natürlich wieder eine Frage. Sie haben hier die Temperaturreihe für Basel und ich habe mal eine Gerade da angepasst, lineare Regression, das gibt mir so einen schönen Anstieg und ich könnte das weiterführen. Ja? Dann sage ich ja, damit habe ich jetzt mindestens für die nächsten Jahre eine Richtung, aber ich könnte auch sagen, ich fange später an. Die Änderungen sind angekommen. Und dann habe ich ja das Dilemma, nehme ich die rote oder die orangefarbene Linie. Das Dilemma hat man oft nicht, weil man hat nicht 100 Jahre Beobachtung. Man hat nur 30 Jahre. Aber man sieht, dass wenn man mehr hätte, hätte man mehr Probleme. Weil man müsste darüber nachdenken, wie interpretiere ich das? Was mache ich daraus? Und das ist eines der Dilemmas und das ist auch ein Dilemma, was beim Business as usual nicht vorkommt. Da haben wir unsere Vorgehensweisen, alles läuft so, wie es immer schon war, da müssen wir nicht zusätzlich Annahmen machen. Hier müssen wir Annahmen machen und es ist auch immer sehr schwierig zu sagen, dass Tendenzen sich so weiterführen. Hier habe ich hier noch eine Folie, das ist ein kleiner Text aus dem Alten Testament drin. Ich dachte, das könnte meinen Vortrag ein bisschen unterstützen. Da
ist die Frage, sind diese Änderungen überhaupt signifikant? Und wenn Sie die Studien anschauen, die über Änderungen im Klima geführt wurden, die sind immer davon ausgegangen, dass man Werte nimmt, die unabhängig voneinander sind. Und was hat der Josef dem Pharaon zu seinem Traum gesagt? Er hat gesagt, ja, 7 fette Kühe und 7 magere Kühe. Das deutet auf eine Periodizität hin. Und der Pharaon würde bei unseren jetzigen Statistikern nach 7 Jahre, fette Jahre, das wunderbar weiterführen. Und falsch planen. Und das ist auch wieder ein Problem. Welche Annahmen machen wir dafür, dass sich etwas ändert? Machen wir nicht den Fehler, dass wir natürliche Variabilität, die nicht kurzfristig ist, einfach mitinterpretieren. Also die Frage ist, wie sind die Trends? Der Text, das finde ich immer schön, weil es gibt immer weniger Leute, die das wiedererkennen. Und dass das hydrologisch, also der Josef, der eines der ersten Hydrologen war, ist auch eine gute Sache und wird selbst im Alten Testament erwähnt. Es gab natürlich vor ihm auch schon den Noah, der war auch ein guter Hydrologe und hatte. Aber man muss auch sagen, die hatten Hilfsmittel, die ich nicht habe. Also, da gibt es noch natürlich die Frage, wie groß muss eine Änderung sein, dass wir das überhaupt merken? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also selbst bei Annahme der Unabhängigkeit kann man sagen, wenn man 30 Jahre Beobachtungen hat, zum Beispiel vom Abfluss, dann müsste eine Änderung von mindestens 20% da sein, dass wir das mit 50% Wahrscheinlichkeit erkennen können. Und das ist die andere Seite der Medaille. Es könnten Änderungen sein, die wir einfach nicht rechtzeitig merken. Ich hoffe, ich habe Sie ganz schön unsicher gemacht. Das war ja eigentlich auch mein Ziel, weil man muss über diese Sachen auch nachdenken. Es gibt Trends im Hochwasser. Da gibt es ein schönes Artikel in Nature 2019 von Blöschel und Co-Autoren. Und da sieht man praktisch, wie die Hochwasser, also Jahresmaxima, sich in Europa geändert haben. Und wir sehen, blau sind die Gebiete, wo es zugenommen hat, und rötlich, rot-braun, die Gebiete, wo das eher abgenommen hat. Also es ist auch ein bisschen ein Flickenteppich, und solche Untersuchungen sind sehr schön, sehr interessant und können uns auch einen Hinweis geben, wie sich das verhalten wird. Hier haben wir noch Basel, noch relativ gut identifizierbar und relativ eindeutig. Aber diese Untersuchungen und natürlich auch andere, dieses war mal eine gründliche Untersuchung, aber es gibt auch andere Untersuchungen, die das bestimmen wollen, wie sich der Abfluss geändert hat. Haben sich die Maxima gehäuft oder sind größer geworden, oder der mittlere Abfluss hat sich geändert und so weiter. Was macht man dann? Dann sucht man unbeeinflusste Gewässer. Ja? Also nicht, dass da irgendwo mitten im Zeitraum mal ein Speicher gebaut wurde und dann das Ganze anders aussieht. Also man sucht diese unbeeinflusste Gewässer, und auf die macht man die Untersuchung. Und man sehr viele Studien sagen, dass es in den letzten Jahren häufiger Hochwasser aufgetreten sind. Aber dagegen gibt es ein
kleines Argument, nämlich das, wann werden Hochwasserschutzmaßnahmen gemacht? Nach dem Hochwasser. Ja, es ist paradox, aber immer dann. Weil dann hat man gesehen, ja, da war ein Hochwasser, da müssen wir etwas machen, dass wir die Leute besser schützen. Also nach dem Hochwasser, was bedeutet das, dass für unsere Untersuchung ausgewählte Flüsse und Pegel diejenigen sind, wo es früher kein Hochwasser gab. Und alles, wo früher Hochwasser gab, ist ausgeschlossen. Nicht alles, aber vieles. Und damit ist es wieder fragwürdig, ist das, was wir machen, wirklich korrekt oder nicht? Es tut weh, aber so ist es. Also, gut, wir sind unter uns. Also ich habe jetzt nicht mit anderen Autoren zu tun, die so etwas veröffentlicht haben, dessen Paper ich dann eventuell abgelehnt habe. Aber es ist ein Problem. Gut, dann, wenn wir schon Probleme mit den Trends haben, wir wissen nicht, wie wir die weiterführen sollten, wir wissen nicht, ob die wirklich etwas bedeuten, dann schauen wir mal, was sagen die Meteorologen. Die sollen uns mal das sagen und dann, wenn die es uns sagen, dann machen wir es so. Da gibt es natürlich die Klimamodellierer, es gibt die globale Modelle mit grober Auflösung, wo unterschiedliche Szenarien für den CO2-Ausstoß durchgerechnet werden. Also da wird angenommen, dass man weitermacht wie bis jetzt, dass man reduziert, dass es zunimmt. Und damit werden in einem groben Raster Sachen durchgerechnet für den ganzen Globus. Dann, das reicht mit Sicherheit nicht für die Planung. Wenn die ganze Schweiz als ein einziger Block vorkommt, dann ist es schwierig zu sagen, wie interpretiere ich den maximalen Niederschlag, der da eigentlich als Mittelwert über die ganze Schweiz wäre. Ja, was hat das mit dem Punkt extrem zu tun? Das ist nicht so ohne weiteres möglich. Da gibt es die regionale Klimamodelle, die eine feinere Auflösung haben. Momentan verwendet man dieses Eurocortex. Ich habe das auch verwendet. Und das hat eine Auflösung von 0,11 Grad, das sind etwa 12,5 Kilometer, also 12,5 mal 12,5. Das ist schon relativ fein, aber wir wissen, mit 12,5 kommen wir auch nicht so ganz dahin, wo wir wollen, weil der Niederschlag kann in 12,5 Kilometer sich deutlich ändern. Diese Modelle nehmen sich die Randbedingungen von diesen groben Modellen und berechnen das, was passiert innen in einem feineren Maßstab. Die Frage ist, ist das, was wir hier bekommen, regional wirklich anwendbar? Können wir damit was richtig anfangen? Und mal das Ganze, hier haben Sie ja praktisch den ganzen Globus, da wird das machen diese globale Modelle, dann werden dann regionale Modelle reingebettet in diese Modelle und damit kann man dann einfachere, also feiner aufgelöste Sachen rechnen und dann kann man zum Beispiel am Ende ein hydrologisches Modell für die Teilgebiete verwenden. Aber schauen wir uns mal wieder die Daten an. Hier haben wir einen Fall für Hannover. Da haben wir eine Untersuchung gemacht. Das hat ein Doktorand, der Abbas El Hashem, hauptsächlich durchgeführt. Die Abbildung stammt trotzdem noch von mir. Da sehen Sie, grün ist der Jahresniederschlag in Hannover, wie der gemessen wurde. Blau ist der Jahresniederschlag, wie das Modell für das jetzige Klima berechnet. Ja, also für ohne
zusätzlichen CO2 und orangefarben ist die Zukunft. Was ist jetzt hier das Problem? Das Problem ist, Modell ist und Modell Zukunftszustand sind ähnlicher zueinander als Modell Gegenwart zu beobachtete Gegenwart. Und das ist unangenehm. Das ist wieder unangenehm, weil wenn wir das verwenden, dann haben wir einen ganz anderen Wasserkreislauf. Dann haben wir ganz andere Abflüsse. Also man muss darüber nachdenken, was man machen sollte. Aber schauen wir mal uns die Extreme an. Und das tut noch mehr weh. Da sehen Sie unten die grüne Linie, wo ich, das ist meine Abbildung. Die grüne Linie, wo die Beschriftung leider reingerutscht ist, hat Niederschläge von Tagesniederschläge so 50, 60, 70 Millimeter. Das Modell hat 80 bis 300. Habe ich irgendwie einen Kontakt zu einem Unternehmer, der viel Beton verkaufen will, dann werde ich sagen, ja, die Zukunft wird so aussehen. Und er muss irrsinnige Dämme bauen, weil es wird riesige Extreme geben. Aber das zeigt wieder, dass diese Modellierer, die machen eine gute Arbeit. Also ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber deren Ziel ist was ganz anderes. Die wollen die gesamte Zusammenhänge gut abbilden. Dass es mal irgendwo nicht ganz stimmt, das ist nicht so schlimm. Wir gehen davon aus, dass das Modell nicht korrekte Werte liefert, aber es hat eine sogenannte Delta-Fähigkeit. Was ist eine Delta-Fähigkeit? Dass es zwar ungenau ist, aber die Änderungen macht es richtig. Wenn es weniger wird, dann wird im Modell, dann würde es tatsächlich weniger werden. Aber es ist nicht genau der Wert. Was macht man dann? Dann, wenn man diese Annahme trifft, dann versucht man, das, was gerechnet wurde, zu korrigieren. Und das korrigiert man so, dass man die Werte austauscht für die Beobachtungen und diesen selben Tausch auch für die Zukunft macht. Also praktisch über einen Tausch der Werte, also einen Tausch der Verteilungsfunktionen kann man so etwas machen. Da fehlt mir natürlich eine schöne Gleichung, aber so ist es. Man muss mit dem Schicksal leben. Das Zweite, was man auch merkt, erst hat man gedacht, wenn wir das austauschen, ist alles gut. Aber das Problem ist einmal, wenn wir auf eine Stunde austauschen, dann sind die Stundenwerte gut, aber die Tageswerte sind nicht gut, weil der Zusammenhang anders ist. Ja? Dasselbe haben wir auch im Raum. Wir müssen auch die räumliche Struktur korrigieren. Und dann müssen wir auch bedenken, dass wir zum Beispiel für die Modellierung nicht 12 mal 12,5 Kilometer brauchen, sondern 1 mal 1 Kilometer. Und das sind alles Korrekturen, die wir machen müssen, die mühsam sind. Und man muss versuchen, das mit einem minimalen Eingriff zu machen. Also ich will nicht plötzlich was ganz anderes produzieren, was nichts damit zu tun hat, was der Klimamodellierer gemacht hat, weil dann bekomme ich Ärger. Dann werden die sagen, ja, was machst du mit unseren Sachen? Das ist ein großes Problem und da ist auch wieder eine große Unsicherheit, weil man hat mehrere Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen mal dazu ein kleines Beispiel zeigen. Das ist jetzt wieder Hannover und auch wieder dieses hannoveranische Projekt. Das ist eine anständige Abbildung, weil das hat der Abbas El-Hashem gemacht und nicht ich. Das ist, hier sehen Sie ja praktisch die Netze
Das ist der innere Kreis, der uns momentan interessiert, auf 1 Kilometer mal 1 Kilometer. Die blauen Punkte sind die Punkte, was das Modell gibt. Ja? Und Sie sehen, das ist ziemlich weit auseinander. Also es sind insgesamt 8 Punkte, die in diesem Kreis wären. Das, was natürlich schon relativ wenig ist. Und rot wollen wir rechnen. Und wir haben das Radarnetz mit diesem grauen dabei. Und dann nach einem Teil der Korrektur haben wir so ein Bild. Also wir bekommen für diesen Teil praktisch den Niederschlag schon räumlich hoch aufgelöst. Und wir können dann da noch weiter korrigieren mit den feineren räumlichen Zusammenhängen. Und dann bekommen wir so ein Bild. Dann bekommt man mindestens Bilder, die schön aussehen. Ob die wahr sind? Das wissen wir nicht, weil das ja alles, ist ja alles modelliert. Es ist mindestens von der Statistik her sinnvoll. Und als solches etwas glaubwürdiger. Was bekommen wir dann? Wir haben jetzt dann diese Kurven gemacht. Hier haben Sie die Dauer und hier haben Sie den Niederschlag. Und das ist für ein 5 Jahre Wiederkehrintervall. Und Sie sehen hier mit Blau das, was das Klimamodell sagen würde, ohne irgendeine Korrektur. Gelb ist das, was, wenn wir nur die Verteilungsfunktion austauschen. Also wir schauen nicht mehr auf die räumliche und die zeitliche Struktur. Und hier unten rot ist das, was wir nach Korrektur der Radardaten bekommen haben. Und hier sind das ist das Modell nach allen Korrekturen. Ja? Und Sie sehen, die sind schon sehr unterschiedlich. Das ist jetzt für ein Einzugsgebiet von der Größe von 1024 Quadratkilometer und das ist die Gegenwart und das ist die Zukunft. Und was man sieht, und in der Zukunft haben wir das Radar von jetzt reingezeichnet, wir sehen ja, es gibt... Das Modell sagt uns, dass das intensiver wird, aber es ist so, dass nach den Korrekturen ist diese Änderung weiterhin da und es ist mindestens etwas plausibler. Und wenn ich planen müsste, dann würde ich das eher damit machen, als mit den blauen oder den orangefarbenen. Okay, wie weit? Das ist jetzt mal eine Grundfrage. Was müssen wir eigentlich machen? Eines sehr Wichtiges ist, wir müssen unsere Beobachtungen weiterführen und eventuell auch noch weiter intensifizieren und Informationen nützen, die wir bis jetzt nicht gemacht haben. Und eines der schönen Sachen, das ist ja eine sehr wichtige Aufgabe, sind diese sogenannte opportunistische Sensoren. Was sind das? Das sind zum Beispiel Mobilfunknetze. Zwischen zwei Masten haben wir ja ein Signal und dieses Signal wird gedämpft, wenn Regen fällt. Und daraus kann man zurückschließen, wie viel Regen auf dieser Strecke gefallen ist. Also wir haben nicht einen Punktwert, sondern einen Mittelwert über eine Linie. Diese Linien können sehr unterschiedlich sein. Manche sind kurz, manche sind lang. Man kann das statistisch schön verarbeiten und das bringt uns zusätzliche Informationen und ein bisschen mehr Genauigkeit. In Deutschland haben wir eine Studie gemacht, hauptsächlich die von der Uni Augsburg, aber
gerechnet habe ich, dass etwa 3000 solche Mobilfunknetze da waren, die uns Werte geliefert haben, und damit konnte man einiges verbessern. Das Zweite ist hier, sind die privaten Regenmesser. Ich weiß nicht, ob Sie eine Idee haben, wie viele private Niederschlagsmessstationen gibt es in Deutschland. Es gibt, der Deutsche Wetterdienst hat 1000 offizielle nach dem WMU-Standard aufgestellte Messnetze, also Messpunkte. Wie viel, was glauben Sie, wie viele private Stationen hat man? 40.000. Also man kann sagen, irgendwie sind die Leute besessen, dass sie Niederschlag messen. Und wenn Sie mal herschauen, das habe ich mal schnell jetzt geholt, das ist Basel, und alle diese Grauen sind private Niederschlagsmessstationen von dem Hersteller Netatmo, heißt es. Also die kann man online ablesen. Aber das ist Schrott. Das ist absoluter Schrott, so wie es jetzt ist. Aber man kann es verwenden. Es gibt Schrott, den man wiederverwenden kann. Und hier die Idee, da was dahinter steckt, ist einfach, die messen nicht den Niederschlag, die messen die Reihenfolge. Also wenn meine private Station 5 mm gemessen hat zu einem Zeitpunkt und bei einem anderen Zeitpunkt 1 mm, dann weiß ich, dass wann es 5 mm gemessen hat, war es mehr als zum Zeitpunkt, wo es 1 mm war. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Information. Da kann man das noch mit weiteren statistischen Tricks, die ich wahnsinnig gerne Ihnen hier vortragen würde. Ich habe einen weiteren Vortrag. Also wenn Sie anstatt ein Drink einen Vortrag hören wollen, dann mache ich das sehr gerne. Da kann ich Ihnen alles verraten, was für statistische Tricks da sind. Da sind auch Gleichungen dabei. Muss ich Sie warten. Aber man kann damit deutlich verbessern. Und die Vergangenheit ist nicht so lang, das sind 4, 5 Jahre, aber wir lernen sehr viel über den Raum. Das ist eine schöne Sache. Also, dann gehen wir nochmal zurück. Also da können wir unsere Beobachtungen verbessern, und das müssen wir noch tun. Wir müssen mehr über die Gegenwart wissen. Und es ist ja auch so, dass das eigentlich gar keine so große Aufwand ist. Aber wenn Sie bedenken, 40.000 Messstationen, pro Messstation so etwa 300 Euro, das ist schon eine ganz schöne Summe, was privat da reingegangen ist. Warum nützt er das? Das haben ja schon die anderen bezahlt. Okay, also Niederschlagsmodellierung. Das ist eine wichtige Sache, worüber ich jetzt heute nicht spreche. Wir möchten aus dem Niederschlagsabfluss einen Abfluss rechnen. Also Niederschlagsabflussmodellierung, das sind Modelle. Diese Modelle sind natürlich selber auch relativ ungenau in manchen Fällen. Aber das Wichtige bei diesen Modellen ist nicht, dass sie sehr genau sein sollten, sondern sie sollen wieder signalfähig sein. Ein Modell, was nicht auf die Änderungen eingehen kann, ist kein gutes Modell. Da gibt es das einfache Beispiel, wenn Sie modellieren über den gesamten Wasserhaushalt und für die Verdunstung einmal die Temperatur verwenden und einmal die maximale Zeit, wo die Sonne scheinen könnte. Ja? Also Sonnenuntergang minus Sonnenaufgang. Beide Modelle funktionieren relativ gut. Aber bei einer Klimaänderung
ändert sich die Länge des Tages nicht. Also da kann ich ruhig alles ändern. Es passiert nichts. Im anderen Fall, wenn ich das mit der Temperatur gemacht habe, ändert sich was. Also das eine Modell ist mehr deltafähig als das andere, auch wenn das andere nicht unbedingt so genau ist, eventuell. Okay, also das ist ein wichtiger Punkt, das man gerne vergisst. Da ist es auch ein Problem mit diesen neuen neurotischen Netzen, dass die dann nicht unbedingt signalfähig sind. Dann für die Trendanalyse. Die Trendanalyse sehe ich eigentlich ganz sinnvoll für die nahe Zukunft. Aber man sollte den Josef nicht vergessen. Und dann man muss auch nachschauen, ob die Plausibilität da ist, ob das, was wir beobachten, danach bei der Anwendung hier im Modell auch tatsächlich dem entspricht, was wir da modelliert haben. Aber das haben wir ja schon gesehen. Und dann sind wir fast am Ende. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die Klimamodelle zu verwenden, aber die brauchen Nachbearbeitung. Und diese Nachbearbeitung ist nicht unbedingt einfach. Man muss für den systematischen Fehler korrigieren und man muss für die Skalenproblem korrigieren. Und es gibt eine Möglichkeit, die mir eigentlich ganz sympathisch ist. Das ist auch kein Zufall, dass es mir sympathisch ist, weil ich mich damit viel beschäftigt habe. Das sind die sogenannten Wettergeneratoren. Das hat Herr Lebrenz am Anfang auch erwähnt. Wir haben ein Programmpaket, was NEEDSIM heißt, womit wir Niederschlag in hoch aufgelöster Form, also in 5 mm, künstlich erzeugen. Also wir machen für jeden beliebigen Punkt in einem Kilometer Raster eine 30, 40 Jahre lange 5 Minuten aufgelöste Niederschlagsreihe, weil das ist etwas, was dann der Ingenieur ohne weiteres verwenden kann. Ja? So etwas kann man machen, einmal für unbeobachtete Orte, weil wir haben ja, leider müssen wir auch da planen, wo wir nichts direkt beobachtet haben. Das kann man auch für unterschiedliche Szenarien verwenden. Also wir können sagen, wir nehmen einen Generator, wo wir aus dem Modell davon ausgehen, dass der Niederschlag intensiver wird, dass der Niederschlag länger dauert, dass der Niederschlag ein bisschen feiner aufgelöst wird. Also das können wir für Trends und auch Klimamodelle machen. Und das Interessante, was ich daran finde, ist, dass damit wir unsere Systeme untersuchen können. Wir können sagen, wo sind diese sogenannten Tipping Points? Wann wird mein System in Probleme kommen? Und dann kann ich schauen, ist das wahrscheinlich, dass das eintrifft? Und nicht umgekehrt vorgehen, wir sagen, ihr sollt uns die Zukunft sagen und wir können dann planen. Und stattdessen wirklich eher auf diese Art wie ein Stresstest hinarbeiten, dass wir damit arbeiten können. Dieses NEEDSIM wurde eigentlich auch in der Hinsicht geplant, aber hauptsächlich nicht für Stresstests, sondern für das Ist-Klima, aber ist auch so weiterverwendbar. Also das war die Werbung. Und damit bin ich dann am Ende und ich bedanke mich für Ihre Geduld und stehe gerne für Fragen zur Verfügung.